Herzlich willkommen zum Abschlusspanel und zum Closing des heutigen Open House, der heutigen Open House Veranstaltung. Mein Name ist Marius Zöllner. Ich bin Professor am KIT und Vorstand am Forschungszentrum Informatik und ich habe die Freude, dieses Abschlusspanel heute zu moderieren. Mit dabei bei dem Abschlusspanel sind Frau Dr. Katharina Glock. Sie ist Senior Expert für Daten getriebene Entscheidungsprozesse oder Data-Driven Decision am FZI. Dann Professor Stefan Jenichen, er ist FZI-Direktor und sitzt in Berlin, in der Außenstelle Berlin. Und dabei ist auch Dr. Arne Rönnau, er ist Abteilungsleiter im FZI und Leiter des Living Labs Service Robotik. Wir wollen heute oder jetzt einen kurzen Rückblick auf das Open House geben, vielleicht auch ein kurzes Fazit ziehen, einige Highlights noch benennen. Und ja, im Anschluss hätte ich Sie gerne zum Get-Together eingeladen mit Kaffee und Kuchen, aber das müssen wir heute leider etwas anders gestalten. Der heutige Open House Tag war digital. Das ist den Umständen geschuldet. Ein neues Experiment, möchte ich sagen, aber wie ich finde, schon mal so vorweg gesagt, ein sehr gelungenes Experiment. Und das Motto des heutigen Tages war digitale Wegbereiter für krisenfeste und zukunftsoffene Strukturen. Darüber wollen wir jetzt mal ganz kurz resümieren. Ich möchte gleich mit dem einleitenden Vortrag von Frau Plattner beginnen. Ich finde, das war ein sehr interessanter Keynote-Vortrag, der schon einige interessante Fragestellungen aufgeworfen hat. Und sie sagte ja ganz am Anfang, was sind denn eigentlich digitale Wegbereiter und wie schaffen wir denn eigentlich krisenfeste, zukunftsoffene Strukturen? Und mit diesen Fragen möchte ich eigentlich auch in die Runde beginnen. Ich sehe selber eine ganze Reihe von IT-Technologien, die als digitale Wegbereiter dienen können. Aber ich glaube, es sind nicht nur diese Technologien. Ich glaube, wir haben heute auch deutlich mehr noch gesehen in den verschiedenen spannenden Vorträgen, in den Transferforen, aber auch in den Workshops. Ich möchte mal beginnen mit einer Fragerunde an euch, digitale Wegbereiter. Was habt ihr denn Interessantes in den Transferforen, in den Workshops gesehen und mitgenommen? Und da vielleicht gleich an dich, Stefan, die erste Frage. Ich habe so dein Statement aus dem letzten Herbst noch im Kopf. Da sagtest du, das kommende Jahr wird geprägt sein durch einen gewaltigen Sprung im Einsatz der Methoden der künstlichen Intelligenz in verschiedenen Anwendungsfeldern. Mit Blick auf das, was wir heute gesehen und gehört haben, ist diese Sicht eigentlich immer noch konsistent? Sehen wir KI in so vielen Anwendungsfeldern? Gibt es diesen Sprung? Naja, mich begleitet ja die sogenannte KI schon seit ungefähr 40 Jahren. Ja, das weißt du ja genau. Also Support-Vektoren und sowas alles sind ja damals bei uns entwickelt worden. Wir haben das damals allerdings nicht KI genannt, sondern wir haben damals immer von intelligenter Datenanalyse gesprochen. Ja, das war ein bisschen auch der Versuch, sich ein bisschen abzusetzen zu dem, was damals KI eigentlich war, nämlich im Wesentlichen Sprachverarbeitung. Ja, also Texterkennung, Sprachverarbeitung, Übersetzungstechnologien oder sowas, vor allem am DFKI. Ja, der Weiße hat das ja irgendwie propagiert. Wenn man das jetzt reduziert auf, nicht reduziert, wenn man das breiter sieht und diese intelligente Datenanalyse sich anschaut, dann glaube ich allerdings schon, ja, dass wir in dem letzten Jahr oder in den letzten Jahren da gewaltige Sprünge nach vorne gemacht haben. Ja, ich glaube, wir können sehr viel mehr mit KI heute lösen, als wir es noch vor kurzem konnten, ja, also wirklich vor kurzem, ja. Ich glaube allerdings auch, dass wir diesen blöden Begriff KI an der Stelle irgendwann mal wegschmeißen wollten, ja. Mir läge sehr viel daran, diesen Begriff etwas zu entmystifizieren, weil, ja, auf der einen Seite wollen wir natürlich den Firmen helfen, die darunter zu verstehenden Technologien einzusetzen,
Ja, das ist prima. Die können zu uns kommen und können lernen, wie man das macht, ja, wenn sie uns Probleme schildern. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass in der Gesellschaft dieses, naja, künstliche Intelligenz irgendwann mal wieder auf ein Normalmaß zurückgeschraubt wird, sodass auch ein normaler Mensch versteht, was damit eigentlich gemeint ist und wie das eigentlich funktioniert. Letztlich sind es doch Algorithmen, die dahinter stehen. Und ich frage mich dann immer, ob das schon so viel mit Intelligenz zu tun hat. Ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Technologien schlecht finde. Ganz im Gegenteil, da machen wir wunderbare Fortschritte. Aber ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl, ich möchte ungern meine Intelligenz, also die natürliche Intelligenz, durch eine künstliche ersetzt sehen. Ja? Also insofern glaube ich schon, wir kommen wirklich gut voran, aber aufpassen, dass wir nicht die Bevölkerung verlieren. Okay, danke schön. Arne, vielleicht an dich die Frage. Du hast ja heute an dem Transferforum Applied AI teilgenommen, aktiv teilgenommen, auch mit einem Vortrag und hast auch einen Workshop zu Industrial AIoT geleitet. Ich habe auch von dir so ein Statement in den Ohren. Open Source Technologien stellen einen guten und oder einen kostengünstigen Einstieg in die Umsetzung vieler KI-Anwendungen. Da ist denn Open Source ein Highlight? War das heute zu sehen? Ist das ein Wegbereiter? Oder was sind aus deiner Sicht und auch aus dem, wie du den heutigen Tag gesehen hast, was sind so digitale Wegbereiter? Tatsächlich glaube ich, dass Open Source einen ganz wichtigen Beitrag leistet, nämlich in dem Sinne, dass Ressourcen gebündelt werden. Also wenn wir nicht alle gemeinsam TensorFlow, Caffe und alle diese Frameworks im Bereich KI nutzen würden, würden wir sehr, sehr viele Ressourcen verlieren, um überhaupt dieses Tooling und die Basis zu schaffen. Und durch diese offenen Plattformen, Softwarelösungen, auch ROS im Bereich Robotik, ist es so, dass die Entwicklung tatsächlich deutlich schneller geworden ist und halt auch weiter. Die Anwendungen werden robuster, weil die Basis robuster ist. Ja. Und dadurch sehe ich das schon, dass Open Source im Speziellen auch im KI-Bereich einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leistet, diese Digitalisierung voranzubringen. Und auch zu professionalisieren, ja, weil wenn man sich anschaut, welche Unternehmen alle auf genau diese KI-Tooling setzen, im Grunde alle, ja, und gemeinsam. Und es eint quasi so ein bisschen die Forschung und das finde ich sehr, sehr positiv. Welche Rolle spielen dabei eigentlich so Hardware-Architekturen, Hardware-Ansätze für die Zukunft? Ja, ebenso. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Also ich glaube, wir hatten eben einen tollen Vortrag zu Spiking Neural Networks, ja, mit den neuromorphen Hardware-Lösungen. Sehe ich ganz viel Potenzial. Parallel gibt es aber auch von Google und Co. Kleine USB-Stick, große TensorFlow-Prozessoren, ja, also gerade im Bereich Embedded AI tut sich sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass durch die Standard-Frameworks sich dazu passende Standard-Plattformen bilden, die letzten Endes das Ganze vorantreiben. Ja. Auch Smartphones sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, die da Wegbereiter waren mit den ARM-Prozessoren, die da eine Basis für viele dieser Technologien bilden. Ja. Katharina, du hast heute ja auch im Bereich Intelligent Transportation Systems oder in dem Transferforum aktiv teilgenommen, auch mit einem Vortrag zur Digitalisierung von Gütertransport auf der letzten Meile. Und du befasst dich ja auch eben mit datengetriebenen Entscheidungsprozessen. Ich weiß auch, dass du so an der Schnittstelle oder an der Kombination von Machine Learning und Optimierungsverfahren tätig bist. Mit Blick auf den heutigen Tag und auch auf die verschiedenen Transferforen, was spielt oder welche Rolle spielen beispielsweise Daten? Welche Herausforderungen siehst du oder waren da erkennbar? Oder welche anderen Highlights hast du heute gesehen? Ich würde mal Daten ganz allgemein als Fundament von all dem bezeichnen, was wir hier machen oder auch all die Verfahren im Bereich KI, die darauf aufbauen. Also
eigentlich Voraussetzung für Ansätze, die jetzt im autonomen Fahren oder im maschinellen Lernen aktuell sehr erfolgreich sind. Ich glaube, das war auch ein bisschen eines der Fazits aus unserem Transferforum. Das ist auch eine der wesentlichen Herausforderungen, die wir aktuell noch haben. Es gibt große Firmen, die einen massiven Wettbewerbsvorteil durch eigene Datenbestände haben und das auch sehr gut zu nutzen wissen. Und da gibt es aktuell ja auch Bestrebungen, gerade in Europa, Datenplattformen aufzubauen und zu teilen, die dann noch Grundlage für weitere Entwicklung sein können. Und das muss eigentlich in Zukunft noch aktiver gefördert werden. Das sind wir eigentlich alle aufgerufen, Unternehmen, die Daten bereitstellen, vielleicht auch die Politik deutlich aktiver selber aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und ich halte es für eine der wesentlichen Chancen, um auch eigentlich langfristig die Forschung und die Entwicklung gerade auch in kleineren Unternehmen zu fördern. Und das war heute auch durchaus in einigen Foren und Vorträgen ein Schwerpunkt, zumindest so viel ich das auch, also so wie ich das auch gesehen habe. Dankeschön. Ich möchte mal kurz auf den zweiten Teil kommen, diese krisenfesten und zukunftsorientierten Strukturen. Wir haben heute Morgen in dem Keynote von Frau Plattner die Stichworte gehört, Value Networks schaffen, dynamische Wertschöpfungsketten ermöglichen. Aber wir haben auch gehört, dass das Thema Kooperation eines ist, bei dem wir vielleicht noch deutlich nachlegen sollten und können. Vielleicht mal auch wieder mit Blick auf den heutigen Tag. Vielleicht mal, Arne, direkt an dich die Frage. Ich habe den Eindruck, dass, wenn wir jetzt an Kooperation zwischen Forschung und gerade KMUs oder Forschungspartner und KMUs denken, manchmal habe ich den Eindruck, dass die Schere zwischen dem, was aus der Forschung an wirklich tollen Algorithmen und neuen Ansätzen kommt, und dem, was KMUs einsetzen können, ein bisschen aufgeht. Ich weiß nicht, täuscht mich dieser Eindruck? War heute gerade beispielsweise KI in KMUs stark zu sehen aus deiner Sicht? Oder was sind da noch Herausforderungen? Wie siehst du das? Also ich glaube, es ist also konkret, wir hatten von Gestalt Robotics einen tollen Beitrag, was ja ein junges Startup aus Berlin ist, was wirklich im Bereich Robotik, Automatisierungstechnik spannende Ansätze, KI-Ansätze mit Few-Shot Learning und ähnliches gezeigt hat. Ich glaube, KMUs können KI einsetzen, aufgrund dem, was an Methoden mittlerweile da ist. Ja, die Algorithmik ist schwierig, das ist schon richtig. Und die neuesten Verfahren sind auch immer schwierig. Aber ich glaube gerade, also so sehe ich auch unsere Rolle als FZI, dass man da durchaus unterstützen kann, ja, durch ein Tooling, durch ein Wrappen dieser Komplexität. Und der Kern der Funktionalität ist nachher das, was das KMU braucht. Es braucht nicht die Forschung dahinter. Und ich glaube, dass die Sachen schon nutzbar sind. Ich sehe da viel Potenzial. Bisher nutzen KMUs das vielleicht nicht so, wie es möglich wäre, aber die können ja gern vorbeikommen, da helfen wir bei. Natürlich. Stefan, du hast ja vielleicht auch den etwas anderen Blick so aus Berlin, und Berlin unterscheidet sich ja so ein bisschen von Baden-Württemberg, würde ich jetzt mal sagen. Vorsicht, Vorsicht, ja. Okay, jetzt mit Blick so auf Technologien und IKT-Trends, sind wir in Deutschland allgemein, aber wir auch als FZI gut aufgestellt? Sind wir, was müssten wir tun? Welche Herausforderungen haben wir, um tatsächlich an diesen, ich möchte mal sagen, Wertschöpfungsketten, an diesen dynamischen Wertschöpfungsketten gut partizipieren zu können? Ich meine allgemein, aber auch als FZI. Also erstmal, ich glaube, FZI ist generell gut aufgestellt. Ja, was technologisch und sowas da alles passiert, das macht mich ja eigentlich ganz glücklich, und die Demos zeigen das ja auch ganz gut. Ja. Ich habe heute Morgen aus dem Vortrag von der Frau Plattner noch was rausgezogen und später nochmal einen Vortrag von CAS.
Das, und was du auch gesagt hast, dass dieses Kooperative vielleicht noch ein bisschen größer oder ein bisschen mehr im Vordergrund stehen müsste. Wir müssen mehr lernen, uns mit einzubringen. Wir müssen mehr lernen, Prozesse nicht nur sequenziell zu denken, sondern das alles ein bisschen kooperativer zu machen und damit natürlich auch die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, sehr viel besser auszuschöpfen. Also wenn wir digitalisieren im Bereich der Verwaltung, dann nutzt es doch nichts, Prozesse weiterhin sequenziell zu denken. Also auf gut Deutsch, die Papiere laufen von einer Station zur anderen und jeder setzt da seinen Friedrich Wilhelm drunter und irgendwann ist das Ding gelaufen. Ja, das kann es doch wohl nicht sein, sondern die sitzen alle an einem Dokument, ne? An einem Tisch, an einem Dokument und dann wird das Ding verabschiedet und Schluss ist und fertig und dann machen das auch alle. Ja? Der zweite Punkt, und das fand ich wirklich sehr schön, bin hier rumgezappt und bin dann aber bei dem Vortrag von dem Herrn Wacker zum Glück gelandet, der ein schönes Beispiel gebracht hat, wie man sich die Corona-Warn-App vorstellen müsste, wenn sie denn nicht von deutschen Firmen, sondern von Google, Amazon und Co. gemacht worden wäre. Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja, also es war wirklich hübsch zu sehen, weil man hat einfach das Gefühl, dass da der Nutzer im Vordergrund steht und nicht einfach nur irgendein Prozess, mit dem man irgendwas nachverfolgen kann. Also einfach dem Nutzer das Gefühl zu geben, wenn ich dieses Ding benutze, diese Warn-App benutze, dann kriege ich alle Informationen, die ich brauche, dann kriege ich alle Hilfestellungen, die ich brauche, um mich impfen zu lassen, um mich testen zu lassen, um irgendjemand weiterzuwarnen und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, das fehlt uns einfach, dieses User-Centric, ne? Oder ja, der Weinhardt sagt ja mal, partizipativ muss das alles irgendwo sein. Ich glaube, da muss man noch sehr viel mehr Wert drauf legen. Also nicht nur anordnen, ja, oder sagen, wir schreiben jetzt aus, wir brauchen eine Corona-Warn-App und dann wird die gemacht und alle Politiker laufen hinterher, jetzt wird alles besser, sondern mal die Nutzer mit einzubeziehen und sich vorzustellen, was macht denn der mit so einem Ding? Mhm. Ja, also mich hat es ja nicht gewundert, dass das nicht so richtig funktioniert. Ja, aber und ich glaube, da sollte man wirklich was dazu machen. Der andere Punkt, der mir noch sehr wichtig erscheint, auch heute Morgen schon angesprochen, die Frage von digitalen Identitäten. Ja, das ist ja so in den letzten Jahren so ein bisschen mein Steckenpferd gewesen. Ich glaube, da muss man sehr viel mehr darauf achten, dass das nicht nur deutsch oder baden-württembergisch, sondern europäisch wirklich auch läuft und wir einheitliche Verfahren einführen, um eben unsere Digitalitäten, aber auch unsere Identitäten, aber auch die Identitäten von Institutionen und die Identitäten von Dingen vernünftig zu verwalten, sodass wir genau wissen, was mit Daten passiert, dass wir wissen, was in Institutionen passiert, was in der Gesellschaft passiert. Das wäre fast schon ein Plädoyer, was ich hier anschließen kann. Entschuldige. Ich hatte auch den Eindruck, dass darüber doch auch sehr intensiv heute gesprochen wurde, gerade diese digitalen Identitäten. Aber auch natürlich, was das dann für Innovationen im öffentlichen Sektor auch geben könnte, und so weiter. Katharina, ich hatte gerade dieses Stichwort, was Stefan jetzt genannt hat, diesen Nutzer im Mittelpunkt, hatte ich eigentlich auch im Bereich Mobilität, glaube ich, herausgehört oder im ITS-Forum. Das war doch der Vortrag von Wolfgang Fischer, der auch gesagt hat, dass eine ältere Folie, würde sie heute machen, würde den Nutzer im Mittelpunkt stellen. Genau, aber vielleicht nochmal das Stichwort Kooperation. Wir haben jetzt, Kooperation kann man ja eigentlich auch anders sehen und auch da hatte ich den Eindruck, dass da ein bisschen heute darüber diskutiert wurde, nämlich im Sinne von Schaffen von Strukturen, jetzt gerade zum Beispiel in der Mobilität, wie hast du das so wahrgenommen? Teile den Eindruck. Also gerade in der Mobilität tut sich im Moment eigentlich sehr viel. Also setzen sich Konzepte wie Carsharing durch Uber und Lyft haben eigentlich sehr schnell sehr viel klassisches Verständnis völlig revolutioniert. Und da, das wird, glaube ich, auch in Zukunft weiter voranschreiten. Im Moment arbeiten eigentlich viele Akteure da ein bisschen parallel, können sich noch stärker verschränken. Städte, die Infrastrukturen schaffen, wie beispielsweise Möglichkeiten für induktives Laden, auf dem dann andere Dienstleister und Transporteure oder Privatnutzer aufsetzen können oder Unternehmen, die darauf eigene Konzepte und
Angebot schaffen. Um den Bogen mal zurückzuschlagen, bei dem Nutzer im Zentrum bin ich eigentlich auch hellhörig geworden, was die Mobilität angeht. Ich glaube, was man im Moment da sieht, ist ein ziemlich aktiver Wandel vom Verständnis von dem, was man früher mal angeboten hat. Nicht mehr Autos, sondern eben die reine Dienstleistung des Fahrens. Das ist was, von dem wir alle profitieren und das auch weiter zunehmen wird. Genau. Ja, danke schön. Ich hatte jetzt auch gerade bei der, wir reden ja auch immer wieder auch über Infrastrukturen schaffen, und da hatte ich jetzt beispielsweise auch ein paar Vorträge gesehen oder auch Demos, wo es ja auch um die Schaffung von eben digitalen Infrastrukturen geht. Also beispielsweise, wenn wir jetzt an die Mobilität denken, dann geht es ja auch darum, dass Kommunen mitarbeiten müssen. Das sind nicht nur die Fahrzeughersteller, die Zulieferer oder die Wissenschaft, sondern da muss gemeinsam kooperiert werden. Jan hatte heute Morgen in seiner Eröffnung eigentlich schon mal so ein bisschen in den Raum geworfen, was wir heute so sehen, online, digital, ist eigentlich ja nicht so, ist noch nicht das Maximum, was wir erreichen können. Stefan, du hast das ja auch angesprochen. Jetzt hatten wir ja einen Open House-Tag heute in digitaler Form. Ich möchte mal einfach die Frage so in den Raum stellen, können wir eigentlich digital, wobei ich da jetzt nicht auf Tools eingehen möchte oder wie das Open House toolmäßig umgesetzt wurde, sondern können wir tatsächlich, sind wir bereit zu digitalisieren in der Wirtschaft, in den Prozessen, das hast du angesprochen, Stefan, aber auch in der Kollaboration und Kooperation und auch für uns ganz wichtig im Transfer. Können wir eigentlich digital oder was ist offen? Vielleicht, Stefan, an dich das Wort. Also ich glaube, dass wir noch nicht so sehr gut digital können, weil wir an vielen Stellen einfach versuchen, unsere analogen Prozesse ins Digitale zu übersetzen. Und das reicht überhaupt nicht aus. Das sieht man, ich will nicht von Wirtschaftstransfer jetzt reden, aber zum Beispiel in der Lehre. Ja, was machen die meisten Hochschulen, was machen die ersten Lehrenden? Die nehmen ihre PowerPoints und stellen sie ins Netz und reden dann dazu. Das ist doch nicht eine sinnvolle Nutzung dessen, was das Digitale uns eigentlich ermöglicht. Ja, man kann doch in der Lehre jetzt sehr stark und sehr schnell auf individualisierte Lehre umsteigen. Also ich gucke mir irgendwas an, ja, und dann klicke ich auf einen Text, den ich nicht verstehe, dann halte ich das Ding an, dann hole ich mir was anderes rein, um jetzt Zusatzinformationen zu holen und sonst was alles. Das heißt, es wird überhaupt nicht genutzt, was das Digitale uns eigentlich bietet. Ja, und es ist doch langweilig, wenn ich meine PowerPoints im Netz habe und dann rede ich anderthalb Stunden mit meinen Studenten. Himmelkruzitürk, das kann es doch nicht sein. Okay. Ich denke, in anderen Bereichen ist das auch so. Ich habe ja vorhin eins schon mal gesagt, wir setzen uns nicht mehr an einen Tisch, sondern wir setzen uns an ein Papier, an ein Dokument. Das heißt dann auch nicht mehr Papier. Ja? Und bearbeiten das wirklich kooperativ gemeinsam. Ja, das ist doch eigentlich das, also in die Richtung muss es zumindest gehen. Das machen einige von den Videokonferenzsystemen ja schon. Ja, die erlauben uns ja schon eine ganze Menge. Aber ich glaube, da ist sehr viel mehr dahinter. Und die Spiele, was ich vorhin gesagt habe, Discord, also die Jungen, die dann auf diese Plattform gehen, wie Discord oder sowas, ich glaube, der Spielemarkt an der Stelle wird wahrscheinlich am ehesten den Durchbruch schaffen, weil da ist man gezwungen, das zu tun. Und da sollten wir mal hingucken und schauen, ob wir da nicht eine Menge von lernen können. Dankeschön. Vielleicht Katharina an, noch mal ganz kurz. Ich hatte, also der heutige Tag, also wir hatten so viele Anmeldungen wie die ganzen Jahre davor nicht. Über 400 angemeldete Personen. Wir hatten bereits bei der Begrüßung 270 Zuhörer. Gut, klar, natürlich, man hat jetzt keinen Stau und keine verspätete Bahn gehabt und so weiter. Und die meisten sind ja dann pünktlich angekommen. Wir hatten, mit Erstaunen habe ich gesehen, heute Morgen, dass ich wollte mich für ein Transferforum anmelden und da war es schon ausgebucht. Fand ich jetzt auch ein bisschen überraschend. Also einen großen Zulauf. Die Demos waren sehr gut besucht. Haben wir hinsichtlich des Forschungstransfers mit einem digitalen Format ganz andere Möglichkeiten? Erreichen wir mehr Personen? Erreichen wir sie besser?
Oder wie habt ihr das so wahrgenommen aus dem heutigen Tag? Vielleicht Katharina, an dich zuerst. Ich glaube, es bietet erhebliche Chancen. Die Teilnahme ist zum einen unverbindlicher, wenn man sich digital einwählt, aber das macht es halt auch leichter, Einstiegshürden zu senken, um sich vielleicht einfach mal anzuschauen und deutlich flexibler zwischen Formaten und Demos zu wechseln zu einem Thema, das für eine einzelne Person interessant ist. Ich denke, es bietet die Chance, mit einem geeigneten Portfolio, das angeboten wird, also einzelnen Teilnehmern oder uns allen zu ermöglichen, sich daraus etwas auszuwählen, das genau passt mit etwas Eigenbereitschaft. Und das ist etwas, das manchmal vielleicht auch zu wenig wahrgenommen wird bei so digitalen Formaten. Denn natürlich ist der direkte Austausch schwieriger, aber es ist dafür deutlich leichter, unter einem sehr bunten Programm auch wirklich konkrete Inhalte und Eindrücke zu vermitteln. Anna, wie hast du es so wahrgenommen? Noch gerade du warst ja auch sehr, oder ihr hattet ja auch sehr viele Demos auch und eben die Workshops. Also ich finde, wir haben schon relativ viel rausgeholt, was jetzt machbar ist. Es geht immer noch mehr. Also ich meine, allein wenn man sich anschaut, wie das Programm aussah, wir hätten das räumlich nicht geschafft am FZI. Ne? Also diese Flexibilität dort auch hin und her zu springen, ich glaube, wir können durch das Digitale einen größeren Einzugsbereich abdecken. Also wir haben jetzt sonst eher Baden-Württemberg, vielleicht Umkreis so ein bisschen, aber wenige ganz weit gereiste Gäste. Ich glaube aber auch so, wie Katharina sagt, man verliert natürlich auch ein paar mehr Leute, aber die Einstiegshürde ist niedriger. Ich glaube auch, also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass viele Gäste nebenher noch was anderes am Laptop gemacht haben, so wie wir es alle auch machen, wenn wir bei so digitalen Events sind. Ja? Also dieses Multitasking ist natürlich auch eine Geschichte. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine Chance ist, mehr Leute mit Inhalten zu erreichen und somit die Bandbreite zu vergrößern. Und das finde ich spannend. Und die Demos, also ich muss gestehen, ich fand das jetzt schon ziemlich spannend. Wir hatten dann die Person, wir hatten einen Moderator, dann hatten wir noch den Roboter, dann hatten wir einen Inscreen von dem 3D, was der Roboter sieht, dann noch eine Nahaufnahme aus einer anderen und alles irgendwie ineinander eingeblendet. Also man muss sich erstmal kurz beruhigen, weil das schon sehr viel Information ist. Aber man kann das schon auch nutzen, diese ganzen digitalen Technologien. Und ich glaube, also ich stimme zu, wir stehen da immer noch am Anfang. Aber ich finde, das war, also ich weiß gar nicht, ob wir nächstes Jahr, wenn es nicht notwendig ist, ein voll analoges Konzept machen oder nicht auch dann bewusst Hybrid, um einfach weiterhin mehr Leute teilhaben lassen zu können. Ja. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir hybride Veranstaltungen Zukunft haben werden. Ich glaube nicht, dass wir auf das Analoge total verzichten können und sollten, sondern es wird ein gutes Nebeneinander und eine gut balancierte Mischung zwischen altem Analogen und Präsenz, mal den Leuten auch in die Augen gucken zu können, und dem Digitalen geben. Ja, und das muss man irgendwie versuchen, jetzt mal gut hinzukriegen. Da hätten wir jetzt noch eine Minute. Ich würde gerne diese Minute nutzen, um jedem von euch nochmal ein kurzes Statement zu überlassen, so Rückblick auf den heutigen Tag, Fazit. Ich fange mal vielleicht bei Stefan an. Ach, bei mir. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Mir läge sehr viel daran, wenn man diesen Begriff der KI irgendwie ein bisschen entmystifizieren könnte, weil ich glaube, wir verlieren sehr viel in der Bevölkerung. Ja, zum Teil haben die Leute Angst, ach, da ist was künstliche Intelligenz und was soll denn das? Das löst mich ab, kann meine Arbeit nicht mehr machen und sowas alles. Ja, und dabei hat auf der anderen Seite die KI doch bietet viel zu viele Möglichkeiten, als dass man das durch so ein blödes Wort einfach verspielen sollte. Ich glaube, da muss man noch was tun. Katharina? Was ich persönlich besonders genieße bei so einem Format, ist, dass
wir mal die Chance haben, aus völlig unterschiedlichen wissenschaftlichen und methodischen Perspektiven auf eigentlich ähnliche Themen zu gucken, wo man vielleicht die anderen Gesichtspunkte ansonsten gar nicht kennt oder beachtet. Das ist eine der schöneren Ergebnisse bei einem so interdisziplinären Forum wie hier. Okay. Arne? Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, dass das FZI Open House war schon immer so, dass man auf kleinen Raum einfach zwischen den Forschungsrichtungen zwei Schritte geht man weiter und es ist was ganz anderes. Jetzt war es zwei Klicks weiter. Also ich glaube, wir konnten den Geist des Open House eigentlich ganz gut erhalten und bin da eigentlich insgesamt ganz zufrieden mit. Dass wir, also das Catering war schlechter dieses Jahr definitiv. aber ansonsten, finde ich, hat es schon den Geist des Open House sehr schön wiedergegeben. Sind doch schöne Abschlussworte. Dann bedanke ich mich schon mal in dieser Runde. Wie gesagt, normalerweise hätte ich jetzt das Get-Together eingeläutet mit Kaffee und Kuchen. Das muss in diesem Jahr leider etwas anders gestaltet werden, nämlich getrennt und virtuell. Jetzt darf jeder sich einen Kaffee und einen Kuchen holen. Wir können die Plattform auch noch weiter nutzen. Bis 18 Uhr ist die Plattform offen. Da eben auch der entsprechende Chatraum, auch Helpdesk bleibt noch offen. Man kann auch noch, wenn man das vereinbart hat, die Expert Talks weiterhin führen oder beziehungsweise direkte Personen ansprechen, die ja heute dabei waren und benannt sind. Wir werden im Nachgang der Information der Veranstaltung noch weitere Informationen bereitstellen. Das heißt, es lohnt sich auch noch in den nächsten Tagen auf die Webseiten des FZI zum Open House zu sehen. Es lohnt sich immer, auf die Webseiten des FZI zu sehen, aber jetzt speziell auf die Open House Webseite. Und wir haben auch die Möglichkeit freigeschaltet, dass Sie uns Feedback geben. Das sieht man zum einen direkt in der Veranstaltungsseite, aber wir werden Ihnen auch die Information nochmal getrennt zukommen lassen und freuen uns natürlich auch über das gesamte Feedback. Und dann möchte ich mich bei allen Organisatorinnen und Organisatoren bedanken. Sicher eine große Herausforderung gewesen, das alles zu stemmen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei allen Referentinnen und Referenten bedanken und natürlich bei allen, die heute dabei waren. Und möchte sagen, ich freue mich auf ein Wiedersehen in spätestens einem Jahr, dann am FZI oder vielleicht am FZI und im Netz. Einen schönen Nachmittag allen noch. Tschüss. Danke. Ciao. Bleibt bitte alle gesund.